Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten zu unserem neuen Videopodcast. In der letzten Woche haben wir uns ja mit dem Thema Vermögenssteuern beschäftigt. Und dieses Thema interessiert Sie anscheinend sehr, denn wir haben in dieser Woche einige Fragen nochmal zu diesem Thema bekommen. Und deshalb würden wir gerne in dieser Folge zwei Fragen einmal exemplarisch beantworten. So, zunächst geht es mal um die Kapitalertragssteuer. Unser Leser GG fragt: Liebe Nachdenker, zahlen die Besitzer von großen Aktienvermögen, zum Beispiel die Quants, tatsächlich prozentual weniger Steuern als ihre Geschäftsführer? Wie funktioniert das? Was würde passieren, wenn man diesen Leuten die Steuern erhöht? Also in der Tat ist das ziemlich paradox. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten unserer Mitbürger auch gar nicht wissen, dass in Deutschland unterschiedliche Einkommensarten unterschiedlich besteuert werden. Und paradoxerweise ist es ja gerade eben so, dass Einkommen aus normaler Arbeit, also das sind die Einkommen, die die absolute Mehrheit unserer Bevölkerung erzielt, dass die in Deutschland höher besteuert werden als Einkünfte aus Vermögen. Also zu Einkünften aus Vermögen gehören beispielsweise Mieteinnahmen, beispielsweise Dividenden, also wenn man Aktionär ist und an einem Unternehmen beteiligt ist, sämtliche Kapitaleinkommen, auch Spekulationsgewinne gehören dazu. Also wenn man einfach nur an der Börse zockt, dann bezahlt man weniger Steuern prozentual, als wenn man für sein Geld ordentlich arbeiten geht. Ja, wo das Steuersystem, das sollte auch immer eine Lenkungswirkung haben, sagt man ja. Wo da jetzt die Lenkungswirkung ist, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, und die meisten Bürger wird es sicherlich auch überraschen, wenn ich jetzt sage, wer sich diese tolle Idee ausgedacht hat. Naja, von wem mag es kommen? Da habe ich mal für Sie eine Bundestagsdebatte aus dem Jahre 2007 ausgegraben. Schauen Sie sich das mal an. Ich will zum Schluss noch mal wenige Worte verlieren zur Abgeltungssteuer, weil ich weiß, dass diese Abgeltungssteuer 25% verteilungspolitisch umstritten ist. Diese Kritik ist berechtigt. Es ist nicht ohne weiteres einzusehen, dass leistungslose Kapitaleinkünfte einheitlich mit 25% besteuert werden, während diejenigen, die mit Kopf von Händen arbeiten, es teilweise mit Grenzsteuersätzen oder einer durchschnittssteuerlichen Belastung zu tun haben, die weit darüber ist. Dieser Einwand ist stimmig. Nur man wird sich den Realitäten stellen müssen. Und die Realitäten sehen so aus, dass die Bundesrepublik Deutschland pro Jahr in Milliardengrößenordnung einen Kapitalabfluss hat. Das heißt, dieses Kapital wird nicht in Deutschland angelegt, führt auch hier nicht zu Zinsen, Dividenden, Kapitaleinkünften jedweder Art, die auch in Deutschland besteuert werden, sondern es ist futsch. Und Sie wissen, dass vor dem Hintergrund bei mir die Logik sich in dem Satz immer manifestiert hat, dass ich sage, es ist besser, 25% auf X zu haben, statt 42% auf gar nichts. So simpel ist die Rechnung. Ja, interessant, nicht wahr? Und dieser ehemalige Finanzminister, der da seine tollen Rechnungen uns vorgeführt hat, der möchte jetzt Kanzler für die Sozialdemokraten werden, also für eigentlich eine Arbeitnehmerpartei. Das ist schon reichlich paradox, das Ganze. Das muss man ja zugeben. Ich möchte jetzt auch gar nicht direkt darauf eingehen, sondern überlasse das Feld dem Oskar Lafontaine, der bei der gleichen Bundestagsdebatte auf Steinbrück geantwortet hat. Und nun komme ich zu der wunderbaren Betrachtung des Herrn Bundesfinanzministers zur Abgeltungssteuer. Er hat hier, wie das so seine Art ist, kühn gesagt, und wir wollen ihm da widersprechen: Ich vertrete die Auffassung, 25% auf X sind besser als 42% auf gar nichts. Logisch, kann niemand etwas sagen. Nur diejenigen, die Geld haben, die sind genauso schlau wie Sie. Und die sagen eben, 0% auf X in Luxemburg ist besser als 25% in Deutschland. Sind genauso schlau wie Sie. Wirklich. Doch, die sind so. Die können so rechnen, Herr Kollege Steinbrück. Und deshalb geht diese wunderbare Gleichung nicht auf. Im Übrigen ist es für mich also wirklich ein Phänomen. Wie soll ich Sie anreden, verehrte Damen und Herren der Sozialdemokratie, dass Sie einfach zustimmen, dass eben die Erträge aus dem Geldbesitz einfach steuerlich viel besser behandelt werden, wenn Sie so wollen, die leistungslosen Erträge aus dem Geldbesitz, als die harte Arbeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich verstehe eine solche Fehlentwicklung nicht.
Also da kann man dem Oskar Lafontaine natürlich nur vollkommen recht geben, was Herr Steinbrück dort vorgerechnet hat. Also das ist im besten Sinne eine Milchmädchenrechnung. De facto war das Ganze natürlich ein gigantisches Steuergeschenk für die Vermögenden im Lande, die fortan auf ihre Einkünfte aus Vermögen nicht mehr den Spitzensteuersatz zahlen, sondern nur noch den radikal ermäßigten Kapitalertragssteuersatz von 25%. Und wem ist das überhaupt plausibel zu machen? Also das ist jetzt weder dem normalen Arbeitnehmer plausibel zu machen, der oft, meistens sogar, auf seine Einkünfte mehr als 25% Einkommensteuer bezahlt. Und das ist in der Tat auch nicht dem Besserverdiener wirklich plausibel zu machen. Warum zahlt beispielsweise ein Manager, ein Angestellter, warum zahlt er mehr Einkommenssteuer als der Besitzer eines Unternehmens für die Dividenden an Kapitalertragssteuer zahlt? Das ist einfach, das erschließt sich nicht logisch. Und ist es für mich auch ein reines Wunder, warum die SPD gerade jetzt in den Wahlkampfzeiten nicht sich eine Abschaffung oder eine Rückabwicklung der Kapitalertragssteuer auf ihre Fahnen schreibt und damit in den Wahlkampf zieht. Naja, die SPD halt. Dazu habe ich noch einen schönen kleinen Einspieler. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Was stört mich, mein Geschwätz von gestern? Naja, die Sozialdemokraten, wir kennen's. So, unser Leser fragte ja auch noch, wie denn die stärker zu besteuernden Personen, also Leistungsträger kann man ja nicht sagen, denn was für eine Leistung ist es, ein Vermögen zu besitzen, das auch geerbt sein kann oder im Lotto gewonnen, das ist ja nun keine Leistung, also Leistungsträger sind's nicht. Jede Krankenschwester bringt mehr Leistung als alle Aktionäre in Deutschland zusammen. Ja, okay, gut. Ja, was würden die denn machen? Diese Frage schließt sich an eine andere Frage an, die wir von unserem Leser BS bekommen haben. Unser Leser BS fragt: Liebes Nachdenkseitenteam, mein Mitbewohner ist der Überzeugung, dass höhere Steuern, explizit Vermögenssteuern oder Reichensteuern, die Anreize für Innovationen und Investitionen nehmen. So wäre eine gleichmäßigere Vermögensverteilung in der Gesellschaft zwar wünschenswert, jedoch nicht machbar, da die Menschen nicht mehr genug Anreize hätten, um nach höherem Einkommen zu streben. Dadurch würde sich wiederum der gesamtgesellschaftliche Reichtum verringern. Gibt es empirische Belege, die diese Behauptungen widerlegen können und beweisen, dass eine stärkere Belastung der Reichen eine Gesellschaft zu einem gleichmäßiger verteiltem gesellschaftlichen Vermögen führen kann, ohne das Leistungsprinzip zu untergraben? Ich würde sagen, Vermögensteuer ist ungefähr das Dümmste, was uns passieren kann, aus zwei Gründen heraus. Aus dem ersten Grund ist, das muss der Anreiz da sein. Du musst also eins machen, was uns im Kapitalismus vorwärts gebracht hat, ist die Eigeninitiative. Und wir haben schon einen der höchsten Steuersätze überhaupt in der Welt. Und wenn dann noch mehr Steuerbelastung zukommt, dann lohnt sich doch nicht mehr drüber nachzudenken, dann lebe ich doch gleich von Hartz IV. Sagt einer, der 5 Millionen Euro Vermögen hat und laut letzter Steuererklärung 2.300 Euro Steuern im Jahr zahlt. Okay, also bei der ersten Frage ging es ja um die regelmäßigen Einkünfte aus Vermögen, also die Kapitalerträge. Jetzt bei der zweiten Frage geht es direkt um eine Besteuerung von Vermögen, also eine Substanzsteuer, sei es eine Vermögensteuer oder eine Vermögensabgabe. Aber das kann man durchaus beides in einen Topf werfen, denn von Gegnern einer stärkeren Besteuerung von Vermögenden wird ja dann immer dieses Argument in den Raum geworfen, ja, wir sollten das scheue Reh sollten wir nicht vertreiben aus Deutschland, denn wenn wir die Vermögen stärker besteuern, in welcher Form auch immer, dann verlassen sie fluchtartig das Land oder noch schlimmer, sie gehen in den Streik. Ja, wie soll denn so ein Streik aussehen? Also Streik wird jetzt nicht gesagt, aber es wird implizit wird das angedeutet. Ja, wie soll denn das aussehen? Also die Vermögenden haben ihr Geld in irgendetwas angelegt, sei es jetzt in Immobilien, für die Mieteinnahmen regelmäßig reinkommen, sei es in Unternehmen, wo sie dann Dividenden kassieren, oder sei es auch ganz profan auf der Bank, wo halt regelmäßig Zinseinnahmen kassiert werden können.
Gut, und ja, wie sehe das aus? Kann man, das können Sie jetzt sicherlich selbst beantworten, kann man als Vermögen in den Streik gehen? Nö, kann man nicht. Da müsste man ja seine kompletten Vermögensgegenstände veräußern und das Geld im Garten verbuddeln. Ja, gut, aber da hätte man nun auch nichts von. Im Gegenteil, also das Vermögen würde zuverlässig jedes Jahr weniger, nämlich genau im Maß der Inflation. Und ja, das wäre eine ziemlich destruktive Ausweichstrategie für irgendeine Vermögensbesteuerung. Gut, der andere Punkt ist, die Vermögenden verlassen in Scharen Deutschland und gehen ins Ausland. Oh, so wie der Gérard Depardieu halt, das wird dann hier. Ist das so? Könnte man sich das vorstellen? Ja, das könnte man sich sicherlich vorstellen, wenn denn im Ausland Vermögen geringer besteuert würde als in Deutschland. Ist das denn der Fall? Ja, das ist nämlich gerade eben nicht der Fall. Da schauen wir mal gerade eben auf ein Chart, das ich jetzt hier einblende. Und dann sehen wir, dass Deutschland im OECD-Vergleich, was die Vermögensbesteuerung angeht, ein echtes Niedrigsteuerland ist. Schon fast eine Steueroase. Also sogar Länder, die man eigentlich so immer als investorenfreundlich bezeichnet, wie beispielsweise Luxemburg oder die Schweiz, rangieren in dieser Liste weit vor Deutschland. Und ganz oben in der Liste befinden sich Länder wie Großbritannien, Frankreich und die USA, die man nun auch nun keineswegs irgendwie mit einem Hochsteuerland in Verbindung bringen würde. Also die entscheidende Frage ist, wenn vermögende Deutsche aus Deutschland fliehen, wo sollen sie denn hingehen? Also da bliebe allenfalls Österreich noch über als Hort für die deutschen Vermögenden. Für Österreich ist es ja schön, ist ja alles kein Problem. Aber in den anderen Ländern, unserer sämtlichen Nachbarländer, na, Tschechien liegt noch drunter, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten alle OECD-Länder, je entwickelter sie sind, desto mehr Vermögenssteuern nehmen sie. Und es ist jetzt nicht unbedingt bekannt, dass Länder wie Kanada, die USA, Israel, die gesamten skandinavischen Staaten oder die Schweiz, dass das jetzt innovationsfeindliche Länder wären, in denen nicht investiert wird. Naja, das exakte Gegenteil ist der Fall. Selbstverständlich wird in diesen Ländern investiert. Also dieses Argument, dass nicht nur die Wohlhabenden, sondern auch dass das Kapital fluchtartig das Land verlässt, wenn man auch nur ein wenig die Steuern auf Vermögen erhöht. Das ist ganz einfach empirisch nicht haltbar, das fragten Sie ja. Und es gäbe allerdings noch eine Möglichkeit, wie man das ganz effektiv verhindern könnte. Und diesen Weg gehen komischerweise die ja nun alles andere als linken oder sozialistischen Vereinigten Staaten von Amerika. Wer US-Staatsbürger ist, wird auf seine globalen Einkünfte in den USA versteuert. Das heißt, ein Amerikaner, der jetzt aus welchen Gründen auch immer in eine Steueroase zieht, dem nutzt das zumindest von seiner Steuerlast überhaupt nichts, denn er wird in seine weltweiten Einkünfte muss er in den USA versteuern. Da kann er seinen Wohnsitz haben, wo auch immer er will. Also beispielsweise ein US-Amerikaner, der in Deutschland lebt, muss zwei Steuererklärungen abgeben, eine in Deutschland und eine in den USA. Klar, die Steuern, die er in Deutschland zahlt, die sind natürlich sozusagen als Verlust. Können die von der US-Steuerlast abgezogen werden. Und in der Regel wird er in den USA dann nicht zur Steuer gebeten werden. Wenn er jedoch in einem Niedrigsteuerland lebt, dann sieht die Sache natürlich fundamental anders aus. Denn dann hat er überhaupt gar nichts davon, von der niedrigen Besteuerung in diesem Land. Einige Kantone in der Schweiz gehören dazu, sondern er muss seine Einkünfte, weltweiten Einkünfte, auch vollkommen egal, wo die herkommen, ob das jetzt aus Arbeit oder aus Vermögen oder aus sonst was ist, muss er in den USA versteuern. Ein solches Konzept wäre selbstverständlich in Deutschland auch möglich, wobei es natürlich dann sinnvoll wäre, allein schon wegen der Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU, dass man das Ganze EU-weit umsetzt. Und jetzt gerade, wo wir die Euro-Krise haben, wo ziemlich viele Staaten sich fragen, wo können wir denn überhaupt Steuereinnahmen herbekommen, um unsere Staatsschulden langsam abzubauen? Da wäre das doch mal eine Idee, die man sich mal überlegen könnte. Ja, hoffentlich denken unsere Politiker mal darüber nach. Ich bin da ja skeptisch. Höchstwahrscheinlich werden sie an ganz was anderes denken, nämlich wie man die Steuern für Vermögende noch weiter senken kann. Aber ja, das werden wir 2013 sehen. Und ja,
Eingangs haben wir es ja gesehen, egal was wie die SPD im Wahlkampf, wie weit sie wieder mal links blinkt, wenn sie denn die Wahlen, wovon ich nicht ausgehe, gewinnen sollten, heißt das noch lange nicht, dass Vermögende stärker besteuert werden. Jetzt stehen die Osterfeiertage vor der Tür. Leider werden es weiße Ostern. Naja gut, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Die Politiker kann man sich aussuchen. Ja, wenn auch Sie Fragen an die Nachdenkseiten haben, dann schreiben Sie bitte an fragen@nachdenkseiten.de. Oh, gleich nach Ostern legen wir wieder los und dann kommt auch der nächste Videopodcast, in dem es vielleicht um Ihre Frage geht. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.